Zwei von drei Leuten werden sich gedacht haben, was macht dieses Video in meiner Abo-Box? Ich schau mal nach, was das ist. Und der Dritte im Bunde wird sich gedacht haben, oh, geil, genau so ein Video wollte ich schon immer mal sehen. Und damit begrüße ich euch zu meiner Clickbait-Falle für mein Infovideo, das ich heute für euch mache. Und zwar geht es um die Infos für den Juni und da wollte ich mit euch einiges durchgehen, was jetzt rankommt. Klar, das Video ist jetzt schon einen Tag zu spät, aber ich dachte, komm, hauen wir das heute am Samstag raus, um 14 Uhr, geht auch. Gibt ein paar Sachen, die anzusprechen zu sind. Einmal gibt es wieder eine Umfrage, so wie damals im April. Und ich möchte übrigens auch alle neuen Zuschauer begrüßen, die sich auf meinem Kanal gefunden haben. Der Mai war ein sehr erfolgreicher Monat. Und deswegen freue ich mich natürlich, die neuen auch zu begrüßen. Fällt mir gerade so ein. Wie gesagt, Umfragen für die neuen. Ich mache gerne mal Umfragen auf meinem Kanal. Das sind nur Meinungsumfragen. Ich halte mich nicht zwingend an diese Umfragen. Ich will aber wissen, wie ihr generell dazu tickt. Ich möchte mir euer Feedback einholen, möchte gucken, wie die Projekte angekommen sind. Möchte aber auch wissen, was ich verbessern kann und was sich jetzt ändert, möchte ich da drin auch mit erklären, erläutern, etc. pp. Dann fängt bei mir jetzt ja die Prüfungsphase an in der Uni. Deswegen kann es sein, dass es zu Videoausfällen kommt, vereinzelt. Allerdings habe ich eine Priorität auf das Projekt mit Günner gelegt. Das heißt also, dass ich dieses Projekt hundertprozentig durchpushen will, egal was kommt. Und für die zwei Videos im Monat, in der Woche habe ich auch Zeit, um das mit euch zu machen. Also das bleibt auf jeden Fall bestehen. Ansonsten gab es im letzten Monat auch weniger Streams. Dazu kommt noch was. Und zu Thrones of Britannia wollte ich auch noch ein bisschen was erzählen. Aber dann fangen wir erstmal an mit der Umfrage. Ich habe ja eine neue erstellt für euch, beziehungsweise ich habe die alte abgewandelt. Mehr nicht, ich habe halt nochmal geupdatet ein paar Sachen. Ich habe neue Videos reingehauen, als Beispielvideos, die relativ aktuell sind zum Beispiel. Oh, das ist hier natürlich nicht ganz korrekt. Das muss ich nochmal ändern. Da muss ich denken. Mache ich mir einfach mal kurz. Das muss ich nach diesem Video machen jetzt. Ah, bis ich vergesse, ganz viele X. Einmal kurz markieren. So. Okay. Ich werde euch über Online-Battles wieder fragen. Da kommen verschiedene Fragen, wie zum Beispiel, findest du meine Online-Battles? Oder möchtest du auch andere Total Wars mit Online-Battles sehen? Bla bla bla. So geht's weiter. Übrigens, nach Kritik habe ich jetzt auch geändert, dass ihr alle mehrere Häkchen setzen könnt. Ja, also das habe ich bei vielen Fragen gemacht, nicht bei allen. Bei manchen ist es einfach nur sinnlos, wie zum Beispiel, wie soll ich meine Teamschlachten kommentieren? Da frage ich, ob ich das alleine nur meine Sicht kommentieren soll aus der Schlacht oder auch die der anderen Leute. Da ist Schwachsinn, beides reinzuhauen. Also, ihr wisst, was ich meine. Gut, die Live-Battles werden abgefragt, wie immer. Dann auch die Schlachtkommentare werde ich wieder reinhauen. Da ist ja seit dem letzten Infovideo zumindest ein bisschen was passiert, aber auch nicht viel. Immer doppelt so viel wie davor, kann man sagen. Genau. Die Total War Arena Let's Plays werden euch nochmal vorgestellt, beziehungsweise erklärt, was da los ist. Dann meine Total War Let's Plays. Meine Livestreams werden auch nochmal rangenommen da drinne. Und zum Schluss noch ein paar allgemeine Fragen wie vorher. Und ganz zum Schluss, ach ja, eine Sache noch. Ich überlege, rund zwei Kampagne zu machen für einen Livestream. Die Fraktionen werden hier in dieser Umfrage abgestimmt. Und ihr habt die Wahl zwischen all den Fraktionen, die hier gelistet sind. Fraktionen, die ich vor kurzem erst Let's Played habe, wie Kusch oder Nabatea oder Saba fallen raus. Aber die anderen alle sind drin. Und das ist halt für die große Kampagne. Da könnt ihr euch also ihr könnt euch mehrere aussuchen. Ich habe nicht nur auf eine Wert gelegt. Da könnt ihr halt festlegen, dann. Ja, festlegen nicht. Ich gucke mir eure Meinung an und entscheide dann. Also wenn jetzt zum Beispiel rauskommt, dass eine Fraktion kommt, die ich eigentlich gar keinen Bock habe, aber auf Platz 2 eine ist, die ich ganz geil finde, werde ich die auf Platz 2 nehmen. So einfach ist das, ja. Muss mal gucken, aber ich gebe euch trotzdem alle zur Auswertung, zur Auswahl, dann könnt ihr auch da schön reinschauen. Und hier unten sehen wir dann nochmal den Abschluss. Auch hier muss ich noch was ändern, sehe ich gerade. Abgesehen davon, hier steht zwar, dass ich die auf Twitter euch up to date halten werde bezüglich der Auswertung. Das wird so ganz nicht klappen, weil ich am Wochenende unterwegs bin und ich deswegen keine Bilder schicken kann, die bei Twitter dann veröffentlicht werden können, beziehungsweise mein Handy ist so kaputt mittlerweile, dass ich nicht mal mehr Screenshots schießen kann. Und deswegen lasse ich das sein, wenn ich unterwegs bin. Und da werde ich relativ zeitnah eine Auswertung raushauen. Ich denke mal, Mitte nächster Woche kommt das Video dann oder eher Ende nächster Woche, also Donnerstag. Ist ja eigentlich. Doch, Donnerstag ist Mitte der Woche. Also, ja, nur dass ihr Bescheid wisst. So viel dann dazu. Wie gesagt, Prüfungsphase bei mir fängt jetzt an. Das ist halt für mich eine sehr
stressige Zeit. Ich muss mich halt mehr auf die Uni konzentrieren als auf YouTube, was ich schade finde, aber was ein Muss ist. Weil, wenn ich mein Studium nicht absolviere, habe ich keine Ausbildung und ich bin am Arsch. Und deswegen, Leute, muss ich nun mal dieses Studium zu Ende bringen. So viel dazu. Ich werde, wie gesagt, mich darauf kümmern, dass das Koop-Let's Play mit Günnar weiterläuft. Darum brauche ich mir keine Sorgen. Das wird 100% passieren. Aber es kann vereinzelt zu Videoausfällen kommen. Etc. Also alles, was ein bisschen mehr Aufwand betrifft oder wo gerade mal keine Zeit da war, da kann ich das dann nicht machen. So einfach ist es. Tut mir leid, aber müssen wir jetzt gemeinsam durch. Genau dasselbe Problem betrifft natürlich auch die Streams. Es wird weniger geben. Ich habe übrigens letzte Woche aus Versehen, also diese Woche aus Versehen vergessen, Dienstag zu streamen. Beziehungsweise ich habe das Training komplett vergessen. Ich habe da andere Sachen im Kopf. Da seht ihr mal, kann auch passieren bei Sachen, die mir Spaß machen. Jetzt im YouTube kein Spaß machen würde. Naja, so viel dazu erstmal. Die Rom 2-Kampagne habe ich ja gerade gesagt, da möchte ich einen Stream machen. Würde mich freuen, wenn ihr damit abstimmen könnt, welche Fraktion wir dann dort haben. Wäre schon geil. Ansonsten bleibe ich weiterhin erstmal auf Twitch. Warum? Weil ich dort eine zuverlässigere Base habe, jetzt was Zuschauer betrifft. Klar, ich habe jetzt zwar, also ich habe mir es angeschaut, ich hatte zwar im Schnitt weniger Zuschauer gehabt, aber die Base war stabiler. Also die Zuschauerbase war stabiler. Wenn ich für einen Livestream von Total War auf YouTube veröffentlicht habe zum Beispiel, dann kamen teilweise nur 5 Leute oder 10 Leute die ganze Zeit über und dann zum ganzen Schluss kamen nochmal 20 raus, klar. Aber wenn ich Twitch gestreamt habe, dann waren das durchweg einfach 10. Von Anfang an. Und es war halt nie immer so eine Kurve drin. Die waren halt relativ stabil, die Zuschauerzahlen. Und das zeigt mir, dass das wohl besser funktioniert mit Twitch. Es macht vieles wohl einfacher. Ihr könnt ja auch meine Twitch-Streams nach wie vor sehen, auch wenn ihr dort keinen Account habt. Das ist ja möglich. So. Okay. Nächste Sache und auch letzte Sache für heute. Zu Thrones of Britannia gibt es noch was zu erwähnen. Und zwar gibt es ein Turnier, wo ihr dran teilnehmen könnt. Ihr habt jetzt gerade noch heute und morgen Zeit, euch zu bewerben. Wir sind ein bisschen unterbesetzt, deswegen wäre es schön, wenn noch ein paar dazukommen würden. Würde mich freuen. Dieses Turnier wird auch komplett auf YouTube veröffentlicht. Also, wenn ihr glänzen möchtet mit euren Skills in Total War Thrones of Britannia, ist das eure Chance. Genauso wurde das auch in der Umfrage erzählt, dieser Punkt, der ist mit drinne. Und dann würde ich sagen, ach ja, wie ihr daran teilnehmen könnt. Es wird ein Video verlinkt, da in der Infokarte. Da könnt ihr raufklicken. Das ist das Video, wo es ums Turnier geht. Aber nochmal hier als Info: gentrepublickkonto@gmail.com ist euer Ansprechpartner, wenn ihr eine Bewerbung abschicken wollt. Also an diese E-Mail schickt ihr eure Bewerbung und ich kann dann damit weiterarbeiten quasi. Gut, ich wünsche euch dann allen einen wundervollen Samstagmorgen, Mittag, Abend oder Nacht oder auch halt Sonntag, wenn ihr das Video erst anschaut und wünsche euch natürlich auch noch ein schönes Restwochenende. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder, was am Sonntag um 14 Uhr kommt. In dem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal.